seine Kollegen zu nerven, ist dieser Roboter Romo hier besonders gut geeignet. Den gibt es im Internet, also im deutschen Amazon Store, mittlerweile für 180 Euro zu kaufen. In der Version für das iPhone 5 und das iPhone 5S mit dem Lightning-Anschluss und für die Vorgängermodelle mit dem 30-Pin-Anschluss. Um Romo zu steuern, brauchen wir im Grunde nur ein passendes iPhone, was wir hier oben in den Romo reinstecken können. Und als Steuergerät nehmen wir dann entweder das iPad, also das große oder das kleine, das ist egal, oder einen PC, auf dem der Chrome-Browser geöffnet ist. Wenn wir also das iPhone hier in den Romo reinstecken, möchte auch sofort die App starten, das bestätigen wir mit Ja. Und ja, genau, das ist im Grunde Romo. Oh, er schläft gerade in diesem Moment hier. Um ihn zu wecken, können wir ihn mal ein bisschen kitzeln hier unten. Oh, ich glaube, das hat ihm jetzt nicht so gut gefallen. Haben wir jetzt hier Romo aktiviert, können wir mit ihm relativ viel Spaß haben. Dazu können wir zum Beispiel Missionen starten. Das können wir nämlich hier gleich mal machen. Entweder gehen wir hier drüber, um eine Mission zu starten, oder wir wählen hier oben aus den ganzen Welten verschiedene Missionen aus. Ich habe hier schon mal so ein paar gemacht. Wir können jetzt einfach mal fortfahren mit einer. Och, das habe ich auch schon alles gemacht. Genau, gehen wir nochmal zurück, fangen hier unten eine Mission an. Und die Missionen sind nicht nur da, um irgendwie Spaß zu haben, sondern auch, um den Romo gewisse Reaktionen anzutrainieren. Zum Beispiel, wenn ich den Romo hochhebe oder wieder runterlasse. Und genau das können wir nämlich in dieser Mission hier machen. Also tippen wir das hier unten an, können dann sagen, wenn er irgendwie hochgehoben wird, können wir sagen, dass er zum Beispiel irgendwie ein lustiges Gesicht macht und sich irgendwie freut. Genau, das machen wir jetzt einfach mal, starten das Ganze über einen Slide. Genau, jetzt heben wir das ganze Ding hier einfach mal hoch. Er merkt sich das und freut sich darüber. In einer Mission vorhin habe ich dem Romo beigebracht, Gesichter zu erkennen, also darauf zu reagieren, wenn er ein Gesicht sieht. Zum Beispiel, jetzt erkennt er gerade keins, ist traurig. Jetzt sieht er... Okay, er freut sich gerade ein bisschen. Genau, jetzt sieht er mein Gesicht, er freut sich. Drehe ich ihn weg, macht ein trauriges Gesicht und sucht mein Gesicht wieder. Aber meistens Spaß macht es natürlich, mit dem Romo auch durch die Gegend zu fahren und über die Kamera und dem Mikrofon mit anderen Leuten zu kommunizieren und über das iPad oder über den PC den Romo zu steuern. Damit wir auch den Romo steuern können, brauchen wir jetzt nur noch diese Steuerungs-App Romo Control, die wir gratis aus dem App Store herunterladen können. Das ist nämlich diese App hier. Und jetzt wählen wir nur noch diese Romo-Nummer, die ihr oben unter dem Fragezeichen und den Optionen finden könnt. Und die rufen wir jetzt einfach mal an. Da müsste jetzt hier genau Accept stehen. Wir akzeptieren diesen Videoanruf. Auf beiden läuft jetzt gerade das Anfragen des Videostreams. Das kann einige Sekunden dauern. Genau, jetzt haben wir hier schon das Bild von dem Live-Bild der Kamera des iPhones. Klar, die Funknähe ist jetzt gerade noch ein bisschen nah. Und über das Steuerkreuz hier unten können wir jetzt den Romo geradeaus, links, rechts, nach hinten fahren lassen. Und wenn wir das über das Bild nach oben oder nach unten streichen, können wir die Kamera bzw. das iPhone nach oben oder nach unten bewegen, um halt hoch oder runter zu gucken. Hier oben können wir dann noch das Mikrofon an- und ausstellen, um mit anderen Leuten zu kommunizieren. Oder wir drücken hier oben auf das Bild, das ist nämlich unser Bild von der Kamera, von der Frontkamera des iPads. Können hier draufklicken. Entweder wird also unser Bild übertragen oder wir können hier unten verschiedene Smileys und Gesichter auswählen, die der Romo darstellen soll. Wir probieren jetzt mal das Kamera-Feature des Romos aus, fahren ein bisschen rum und sagen den Kollegen Hallo. Insgesamt ist der Romo ein echt witziges Spielzeug, mit dem man nicht nur Spaß in der Arbeit hat, also im Büro, sondern auch zu Hause mit Freunden, Familie, wer auch immer. Für mich sind diese 150 Dollar, die der Hersteller verlangt, beziehungsweise die 180 Euro hier in Deutschland, ein bisschen zu hoch gegriffen für einen Roboter, mit dem man ein bisschen Spaß haben kann über das Steuern. Das geht mit jedem anderen ferngesteuerten Roboter eigentlich auch. Außerdem sollte man mit dem Romo vielleicht nicht zu weit wegfahren, denn sonst...